Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Ost-West-Forums Gut Göderitz, sehr geehrter Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, meine Damen und Herren, im Namen des Vorstandes begrüße ich Sie alle zur September-Veranstaltung in unserer monatlichen Samstagabendreihe. Dass der Samstag heute ein Freitag ist, das hängt mit dem Hauptprogramm zusammen, mit dem vollen Terminkalender des gefragten Referenten. Bevor wir seinen Vortrag hören können, gibt es ein kleines Vorprogramm. Unser Bürgerverein eröffnet eine neue Kunstausstellung. Es ist unsere 38. Ihr Titel, die Frage, wie fern ist Palästina? Zu sehen sind Arbeiten des palästinensisch-libanesisch-deutschen Fotografen Mahmoud Abdoub. Eine solche Aufzählung, die Ankündigung eines Künstlers mit mehrfachem Migrationshintergrund, die lässt aufhorchen, regt vielleicht zu Fragen an, macht neugierig auf seine Biografie. Bei Mahmoud Abdoub sind Lebenslauf und Geschichte, also die kleine und die große Geschichte, ganz eng miteinander verbunden. Was verbindet Mahmoud Abdoub mit Palästina? Was mit dem Libanon? Was mit Deutschland? Was und wo ist für Mahmoud Abdoub Heimat? Und was bedeutet im Thema des Abends, er hat den Titel selbst gewählt, das Wort fern. In Vorbereitung auf diese Ausstellung habe ich mich mit Herrn Abdoub über diese Fragen unterhalten. Unser Gespräch drehte sich um Heimat, um die Vertreibung aus der Heimat, um das Leiden am Zustand von Heimatlosigkeit, aber auch um das Sich-Beheimaten an einem neuen Ort in einem anderen Land, das Gewinnen einer neuen Heimat. Wenn Sie, meine Damen und Herren, an Herrn Abdoub noch andere Fragen haben, können Sie diese Fragen direkt an ihn stellen beim abschließenden kleinen Empfang, denn Herr Abdoub ist zur Eröffnung seiner Göderitzer Ausstellung zu uns gekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Lieber Herr Abdoub, seien Sie in unserer Mitte ganz herzlich willkommen. Und ich möchte Ihnen jetzt diesen interessanten Künstler kurz vorstellen und zu seiner Ausstellung einige Anmerkungen machen. Die Anmerkungen sind diesmal von besonders persönlicher Art. Die Biografie von Herrn Abdoub und das Thema seiner Göderitzer Ausstellung sind mir sehr oft durch Herz und Sinn gegangen. Diese Ausstellung hat mich emotional sehr beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten, mehr als unsere bisherigen Ausstellungen. Das hat auch etwas zu tun mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe den plötzlichen gewaltsamen Verlust von Heimat selbst miterlebt, als meine Familie aus Kann, einem kleinen Dorf in Westungarn, vertrieben wurde und in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands zwangs angesiedelt worden ist. Ich habe das Leiden an Heimatlosigkeit miterlebt, mitempfunden, bei mir selbst, bei meinen Eltern, bei meinen Groß-, bei meinen Urgroßeltern. Und ich habe die Beheimatung in einem neuen Land, in einem anderen Ort, für mich selbst ganz aktiv betrieben. Das Zuhause, Ankommen, eine Heimat finden in der Oberlausitz, in Sachsen, in der DDR. Und seit genau 59 Jahren ist Dresden meine Heimat im engeren Sinne. Und Ende Mai dieses Jahres bin ich aus meiner neuen Heimat Dresden und Deutschland in meine alte Heimat Ghana und Ungarn gefahren und habe dort an einem Treffen teilgenommen, das die ungarischen Behörden ausgerichtet haben zum 70. Jahrestag des Beginns der Vertreibung der Deutschen aus diesem Ort. Und das ist ein sehr versöhnliches Treffen geworden, eine Art Heimatfest. Also jetzt wissen Sie, warum mich diese Ausstellung besonders berührt. Und nun Biografisches zu Herrn Abdoub. Er wird 1958 im Libanon geboren, aber er kommt in einem Flüchtlingslager auf die Welt, denn er ist Palästinenser. Und genau 10 Jahre zuvor haben die Vertreibung aus Palästina begonnen, seine Familie ist damals in den Libanon geflohen. Der Flüchtlingsjunge Mahmoud Abdoub kennt Palästina nur von Fotografien und aus Erzählungen anderer, vor allen Dingen aus den Erzählungen seines Großvaters. Der Schüler Mahmoud Abdoub malt und zeichnet sehr gern. Es sind Bilder von einer friedlichen, von einer heilen Welt, von seiner Sehnsuchtswelt. 1976 macht er in Beirut sein Abitur und dann arbeitet er 5 Jahre lang in Beirut am palästinensischen Kulturbüro. Dort
lernt ihn der bekannte palästinensische Maler Ismail Chamoud kennen und er bemerkt das künstlerische Talent des jungen Mannes und er möchte ihm eine Zukunft geben, eine friedliche Zukunft, also ohne Kalaschnikow, ohne Steine werfen. Herr Chamoud hat gute Beziehungen zum Verband Bildender Künstler der DDR. Und so kommt Mahmoud Abdub mit einem Stipendium dieses Verbandes nach Leipzig, um am Herder-Institut die deutsche Sprache zu erlernen. Und dann hat er in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst 5 Jahre studiert. Und das Studium abgeschlossen mit dem akademischen Grad eines Diplomfotografen. Und seit 1987 lebt und arbeitet Mahmoud Abdub freischaffend in Leipzig als Fotograf. Ein Flüchtling, hat Ausbildung, Beruf und ein neues Zuhause gefunden. Die friedliche Wende und die Wiedervereinigung Deutschlands, die erlebt er voller Staunen und mit dem Wunsch, mit dem sehnlichen Wunsch, dass sein Volk auch einmal ein solches Glück haben möge. 1992 holt er seine Frau aus dem Libanon nach Leipzig. Sie ist heute auch da. Auch herzlich willkommen für Sie. Das Ehepaar hat 3 Töchter. Seit dem Jahr 2000 hat Mahmoud Abdub die deutsche Staatsbürgerschaft. Er ist bekennender Muslim. Er veranstaltet jetzt jährlich Jugendreisen in den Libanon. Er versteht sich als eine Brücke zwischen dem Orient und dem Okzident. Fotografieren, sagt Mahmoud Abdub, ist für ihn nicht einfach ein Beruf, sondern eine Berufung. Arbeitsfelder und Motive gibt es dafür genug, man muss nur hinsehen und, fügt er hinzu, fühlen. Für sein Verständnis von Fotografie scheint das zu gelten, was der berühmte amerikanische Fotograf Arnold Newman, der ist vor 10 Jahren verstorben, einmal so formuliert hat, Zitat, wir nehmen Bilder nicht mit unseren Kameras auf, sondern mit unserem Herzen und unserem Verstand. Der Fotograf Mahmoud Abdub ist Dokumentarist. Das heißt, er hält mit seiner Kamera das fest, was ist. Und in unserer schnelllebigen, oberflächlichen und auch vergesslichen Welt gibt er damit dem Moment eine Dauer. Er bewahrt etwas vor dem Vergessen. Und seine Goethe-Lister Ausstellung will das Schicksal der Palästinenser, die Langzeitheimatlosigkeit der Palästinenser vor dem Vergessen bewahren. Er will das in unserer Erinnerung, in unserem Bewusstsein, vielleicht ferne Palästina näher in unsere Aufmerksamkeit rücken. Der Dokumentarist Mahmoud Abdub ist auch Künstler. Er bildet also nicht nur die äußere Seite von Dingen ab, sondern er macht wie jede Kunst etwas sichtbar. Die Dramatik, die Tragik des Palästina-Problems, die Dramatik, die Tragik des Schicksals der Palästinenser. Der Fotograf Mahmoud Abdub ist auch Buchautor. Bilder von Ereignissen und von Orten, die ihm besonders nahe gehen, von Leuten, denen er sich besonders verbunden fühlt, die hat er auch in Buchform vorgelegt. Es gibt bisher 5 solche Bücher von ihm, ein 6. ist in Vorbereitung. Die Bücher können Sie nachher an dem Tisch kaufen und Herr Abdub wird gern auch Bücher signieren. Seine ersten 2 Bücher sind im gleichen Jahr erschienen, 2003. Sein erstes Buch hatte den Titel Alltag in der DDR, Fotos aus den 80er Jahren. Alltag in der DDR. Mit in klassischer Schwarz-Weiß-Manier hat der Fotograf dort mit dem Blick gewissermaßen von außen das festgehalten, was ihm in seinem Gastland aufgefallen ist. Aufgefallen im Alltag, im Leben der ganz normalen Leute. Und heute ist dieses Buch eine Dokumentation über ein Land, das es schon nicht mehr gibt. Eine wichtige Dokumentation, wichtig deswegen, weil hier ohne Vorurteil etwas gezeigt wird. Also anders als die oft politisch motivierten Überzeichnungen in das Negative, manchmal auch in das Positive. Das 2. Buch im gleichen Jahr erschien, Wie fern ist Palästina, der Titel. Das sind Bilder aus palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon. Die Ausstellung zeigt Ausschnitte davon. Seit gut 20 Jahren fährt Mahmoud Abdub jedes Jahr in den Libanon in Flüchtlingslager, um dort zu fotografieren. Das heißt, in manchen Lagern immer wieder. Selbst in einem solchen Lager geboren, aufgewachsen, hält er kenntnisreich, verständnisvoll und mitfühlend das normale Leben in einer absolut unnormalen Situation fest.
Und nun mal deswegen, weil ja Flüchtlingslager per se Interimslösungen sind. Zwischenstationen bis zur baldigen Rückkehr in die friedliche Normalität ihrer Heimat. Aber für viele Palästinenser dauert dieser Zustand seit über einem halben Jahrhundert an. Hat die Welt Palästina vergessen? In unserer Mai-Veranstaltung war hier Michael Lüders zu Gast, der Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, ein Kenner der Situation. Und Herr Dabdub war ja auch in der Veranstaltung da, hat ihn in der Diskussion nach seiner Meinung gefragt über die Aussichten für die Lösung des Palästina-Problems. Seit Jahrzehnten mahnt ja die UNO die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung an. Israel und Palästina, zwei selbstständige, souveräne Staaten. Und Herr Lüders hat ihm wenig Hoffnung gemacht. Er hat gesagt, ich glaube nicht, dass es ein selbstständiges Land, einen selbstständigen Staat Palästina geben wird. Dem stehen viele Hindernisse von allen Seiten entgegen. Von israelischer, von palästinensischer, von jüdischer, von arabischer Seite. Und ein ganz wesentliches Hindernis scheint die aktuelle Siedlungspolitik zu sein. Die aktuelle Siedlungspolitik Israels. Aber der Vorwurf von Antisemitismus schützt eine solche Politik vor wirksamer internationaler Kritik, sodass also Palästina sehr fern zu sein scheint momentan, vielleicht ferner als je zuvor. Ich komme, meine Damen und Herren, auf das eingangs erwähnte Gespräch mit Herrn Dabdub zurück, unser Gespräch über Heimat. Was verbindet Mahmoud Dabdub mit Heimat? Was verbindet Wendelin Salah mit Heimat? Was verbinden Sie und Sie und Sie mit Heimat? Was verbinden wir mit Heimat? Was verbindet uns mit Heimat? Über Heimat gibt es viele dicke Bücher, viele gescheite Artikel. Eine der kürzesten und eine der schönsten Erklärungen dafür, was uns mit Heimat verbindet, habe ich bei Otto von Bismarck gefunden. Dieser preußisch-deutsche Staatsmann, erste deutsche Reichskanzler, der hatte als junger Mann in einem Brief an seine Frau, an seine Braut Johanna von Puttkamer folgenden Satz geschrieben. Wie schön ist es, eine Heimat zu haben, mit der man durch Geburt, Erinnerungen und Liebe verwachsen ist. Also Heimat ist etwas sehr Schönes. Das ist ein wertvoller Besitz. Heimat hat was mit Geburt zu tun, mit Erinnerung, mit Liebe. Und man ist mit Heimat verwachsen, das ist mehr als verbunden, unlösbar, dauerhaft verbunden. Geburt. Viele Sprachen bilden ja das Wort für Heimat in Bindung an den Fakt der Geburt. Im Englischen Native Country, das Geburtsland, das französische Pays Natal bedeutet dasselbe. Und ähnlich ist es mit dem russischen Rodina. Wo ich geboren bin, da ist meine Heimat. Aber Mahmoud Dabdub ist in einem Flüchtlingslager geboren, in der Fremde. Ist der Libanon seine Heimat? Wir sind mit Heimat verbunden durch Erinnerung. Bei mir sind es nicht nur meine eigenen. Ich war 8,5 Jahre alt, als wir vertrieben wurden. Es sind vor allen Dingen die Erinnerungen meiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Mahmoud Dabdub kann überhaupt keine eigenen Erinnerungen an Palästina haben. Er ist in der Fremde auf die Welt gekommen. Er ist ausschließlich auf die Erinnerungen anderer angewiesen. Und es waren vor allen Dingen die Erzählungen seines Großvaters, die sein Bild von Palästina und seine emotionale Beziehung zu Palästina geprägt haben. Wissen Sie, mich hat in dem Gespräch damals mit Herrn Dabdub sehr angerührt, wie liebevoll er von seinem Großvater erzählt hat. Und am Eingang das erste Bild, der Herr mit dem weißen Bart, das ist der Opa von Mahmoud Dabdub. Wir sind mit Heimat verbunden durch Liebe. Also Heimat hat auch eine ganz emotionale Komponente. Heimat ist auch so etwas wie ein Wohlfühlort. Wo ich mich wohlfühle, da ist meine Heimat. Dieses geflügelte lateinische Wort, das soll ja wohl von Seneca stammen, ubi bene, ibi patria, wo es mir gut geht, da ist mein Vaterland, meint ja so etwas. Wo es mir gut geht. Die deutsche Sprache bildet ja genau so das Wort Heimat. Da im Wort Heimat steht nichts mit Geburt drin, aber daheim sein, ein Heim haben, sich wohlfühlen, angenommen zu sein. Übrigens, die ungarische Sprache hat zwei völlig selbstständige Begriffe für das, was wir mit Heimat bezeichnen. Das Wort Sülefeld ist sowas wie Geburtsland und das Wort Hausa bedeutet nach Hause oder zu Hause. Zwei unterschiedliche Wörter, das rationale und das emotionale Element von Heimat. Mahmoud Dabdub, ich habe ihn dann in unserem Gespräch direkt gefragt, Herr Dabdub, was ist für Sie Heimat? Und er hat mir in seiner freundlichen, ruhigen Art folgendermaßen geantwortet, was mich sehr berührt hat. Er hat gesagt, wissen Sie, ich habe in meiner Brust zwei Heimaten. Das sind Leipzig und Palästina.
Palästina liegt auf der linken Seite. Es ist meinem Herzen ganz nahe. Und in unserer 38. Ausstellung zeigt er uns Bilder von seiner Sehnsucht und Herzensheimat Palästina. Wenn wir uns diese Bilder aufmerksam und nachdenklich anschauen, dann können wahrscheinlich nachher die meisten von uns sagen, ja, jetzt ist mir das Schicksal der Palästinenser nicht mehr ganz so fern wie vorher. Es ist in meiner Aufmerksamkeit, in meinen Kenntnissen, in meinen Gefühlen etwas näher gekommen. Und genau eine solche Wirkung wünscht unser Bürgerverein seiner 38. Kunstausstellung. Und damit übergebe ich zum Hauptprogramm des Abends an Herrn Dr. Bernhard Wagner von der Werteakademie unseres Vereins. Ich danke Ihnen sehr.